Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch, wie wir dieses süße Armband herstellen. Ich habe euch ja schon mal so ein ähnliches gezeigt, auch mit so einem Charmanhänger. Aber diesmal machen wir keine Schiebeknoten, sondern einen Makrameeknoten. Der ist sogar noch ein Ticken leichter, wenn ihr euer Armband alleine anzieht. Alles, was wir dafür brauchen, ist wieder mal das Band. Ich habe wieder die Stärke 1 mm genommen. Dann brauchen wir Charmanhänger und Biegeringe, ein bisschen Tesafilm, eine Rundzange und eine Schere. Zuallererst müssen wir jetzt mal die Länge unseres Bandes bestimmen. Dazu legt ihr einfach das Band einmal um euer Handgelenk rum und gebt dann noch ungefähr so 5 bis 6 cm dazu. Das Ganze legen wir dann doppelt, damit wir sozusagen das Doppelte an Band haben und schneiden das Ganze dann erstmal ab. Das Ganze machen wir nämlich nur, damit wir später nicht nur ein Armband, sondern zwei Armbänder haben. Als nächstes gehen wir dann hin und schneiden die Armbänder wieder in der Mitte durch, halbieren sie also und legen sie dann sozusagen zu einem Armband schon mal zurecht und legen das Ganze auf den Tisch bereit. Damit wir jetzt beim Knoten machen nicht unser Armband irgendwie verrutschen, nehmen wir uns unseren Tesafilm und kleben die beiden Enden samt Armband auf unsere Arbeitsfläche fest. Wenn das Ganze schön fest ist und nicht mehr verrutschen kann, nehmen wir uns nochmal ein Stück Schnur. Ich habe glaube ich so 14-15 cm genommen, das müsst ihr aber einfach mal selbst testen. Ich wollte nicht so einen großen Verschluss, sondern einfach einen kleineren. Wenn ihr also einen größeren wollt, müsst ihr mehr abschneiden, wenn ihr einen kleineren wollt, weniger. Ich habe den Faden jetzt unter dem Band hindurch gefädelt und habe damit einfach einen simplen Knoten gemacht. Und jetzt beginnen wir mit der Makramee-Knotentechnik. Dazu suchen wir uns eine Seite aus, entweder starten wir mit rechts oder mit links, legen uns da eine Schlaufe und ich habe es leider jetzt nicht näher gefilmt, aber ich hoffe, man erkennt es auch so. Also wir beginnen damit, dass wir eine Schlaufe legen und das lose Ende schieben wir unter dem Band durch. Und dann nehmen wir das Band nochmal und schieben es unter dem ganzen Armband durch und kommen vor bzw. über der anderen Schlaufe wieder raus. Und dann ziehen wir das Ganze fest. Wenn ihr also begonnen habt, rechts eine Schlaufe zu legen, müsst ihr beim zweiten Knoten links eine Schlaufe legen und beim nächsten dann wieder rechts, sodass sich es immer schön abwechselt. Und dann natürlich am Schluss immer richtig schön festziehen, damit der Knoten auch ja nicht mehr aufgeht. Genau hier wieder unter dem Armband durch. Ich habe leider Gottes immer meine Hand im Weg. Und dann vor der Schlaufe wieder hoch und das Ganze schön festziehen. Der Knoten ist auch wirklich schön dekorativ. Also wenn ihr ihn ein bisschen länger macht, ist das gar kein Problem. Dann ist er sozusagen noch ein weiteres Highlight an eurem Armband. Wenn ihr dann mit der Anzahl Knoten zufrieden seid, machen wir einfach nochmal einen Doppelknoten rein und schneiden dann rechts und links den überbleibenden Faden einfach ab. Wenn ihr jetzt kein Lederband genommen habt, sondern was so mit Kunststofffasern drin, dann könnt ihr das Ganze natürlich noch mit einem Feuerzeug ein bisschen anbrennen, damit die Enden so ein bisschen zusammenschmoren. Wie ihr seht, kann man jetzt den Knoten richtig schön nach rechts und links schieben. Man kann das Armband schön enger machen, aber natürlich sind wir noch nicht ganz fertig, denn das Armband würde ein bisschen blöd aussehen, wenn wir die Enden so lose lassen. Deshalb machen wir noch einen kleinen Knoten rein, dann kann das Ganze auch definitiv nicht mehr aufgehen. Den ziehen wir auch schön fest, nehmen uns dann wieder unsere Schere zur Hand und schneiden sowohl rechts als auch links bei beiden Enden die losen Fäden ab. Und jetzt fehlt nur noch unser kleiner Anhänger, um das Band perfekt zu machen. Dazu schnappen wir uns unsere Rundzange und biegen unseren Biegering auf, daher auch der Name. Dann nehmen wir unseren Charm und legen ihn in den Biegering, geben unser Armband noch dazu und biegen den Ring wieder zu. Und damit ist unser Armband auch fertig. Wie ihr seht, ist es ganz, ganz einfach gewesen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos über Armbänder oder über Schmuck oder über Sonstiges sehen wollt, schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Ich bin immer froh, von euch zu hören. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Bergfest und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss!